Ja, Leute. Nein. 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 Nicht dein Ernst. Geschrieben. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück am Flashlight TV bzw. der Legendary Brad, die wo heute zu Besuch ist. Hallo Aline, wie geht's dir so? Ganz gut, und dir Tobi? Auch, passt, mal wieder. Ja. Ich dachte, wie letztes Mal, da haben wir das auch schon gefragt. Ja. Oh mein Gott, wir sind ja so komische Leute, wir fragen immer das Gleiche. Ja, ich weiß. Wir machen das nur deswegen, weil uns nichts einfällt. Wir sind einfallslose Leute. So, was wollte ich jetzt machen? Ich habe genug Iron. Ich wollte mir ein Eimer. Achso, du hast mir ja schon Eimer gecraftet, danke. Ja, bitteschön. Ah, wie weit bist du denn mit der Farm gekommen? Mit der Farm? Also ich habe die jetzt schon angepflanzt, aber die ist wahrscheinlich jetzt nicht gewachsen, daher, dass du ja den Farmer ausgemacht hast. Ja, ich doch. Jockel. Ja, aber da kann die ja nicht wachsen. Und kommst du mal zu mir in meine Bude? Ich habe ein Geschenk für dich. Nö. Dann nicht. Ich muss erst mal den Ausgang wieder finden. La la la. Hallo? Also hier sind schon mal Fackeln. Die Frage ist, okay, das ist nicht der Gang. Das ist ja der Gang. Oh, ich habe kein Essen mehr. In welche Richtung? In die? Ja, in die. Ich hoffe mal. Junge! Hallo? Ich glaube, ich habe mich verlaufen in deinen Gängen. Mein Gang. Ja, ich weiß nicht, wo lang. Du musst mich mein abholen. Gangs. Ah, nee, hier ist eine Crafting Bench. Wie komme ich denn? Wie komme ich denn hierher? Komisch. Warte, ich besuche dich gleich. Ja, nee, ich bin schon unterwegs. Ich schaff das auch alleine. Ich bin ein selbstständiges Mädchen. Oh. Ja. Habe ich nicht gewusst. Warte, ich wollte mir auch noch was machen. Ich habe meine eigene Firma, Mensch. Hast du das nicht weh? Was? Echt? Ja, klar. Wie heißt die oder was macht ihr? Minecraft-Spiel. Minecraft-Spiel, ja, das ist die Hauptsache. Wir tun das nachmachen. Die heißt, The Legendary Brett GmbH. Alter, ich bin das gut. Da ist er mehr. Achtung. Also, eigentlich wollte ich eher eine Hose haben, weil ich ja so entblößt bin, aber ja. Noch ja, vielleicht bekommst du alles. So, okay, dann gehen wir zur Farm. Ja, ich brauche jetzt, wo es taug geworden ist. Das brauche ich nicht. Könnte ich noch ein bisschen Holz hacken? Hier. Wenn wirklich. Oh, sieht doch schon gut aus hier. Ist es gewachsen? Ein bisschen. Ein bisschen, na, das ist von letzter wahrscheinlich noch. Hast du was zu essen? Oder ich geh mich umbringen. Muss nur mich besuchen kommen. Ach nö, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Hast du das einzeln gefüllt? Das Wasser muss fänden nur. Muss vielleicht nur laufen. Was? Das hätte es gar nicht so voll füllen müssen. Hä, was muss überlaufen? Das Wasser. Hä? Verstehe ich jetzt nicht, aber egal. Ja. Das passt schon so, wie das ist. Ja, aber wenn es läuft, dann ist es jetzt auch shit. Jetzt habe ich das weggetrampelt. Das sieht aber hässlicher aus. Ja, und? Wenn es läuft. Ja, und? Und da, dass wir noch keine Seeds für hier hatten, habe ich das auch hier kein Wasser. Soll ich die Melonen-Seeds holen? Dann können wir Melonen auch haben. Aber die sind ja nicht gewachsen, daher. Achso. Das ist Feld kaputt gemacht, Kind. Rasch Klaus, ey. Die sind nicht gewachsen, weil du den. Könnte man so eine Brücke rüber machen und noch einzäunen vielleicht. Du, weil du den so rausgemacht hast, sind die nicht gewachsen, okay? Ja. Junge, was ist denn jetzt los? Könnte man machen, oder? Das umzäunen, dass keine Creepies rein können. Können wir machen. Ah, eine Kuh, die töte ich jetzt, Alter. Oder wir machen eine Kuhfarm. Ne, wir machen eine Kuhfarm. Ja, wir können alles machen. Na, ich brauche aber jetzt gerade eigentlich Essen. Und wenn hätten wir Knochen, hätten wir Brot machen können. Ich habe genug Knochen. 4 Stück habe ich hier. 12 Stück habe ich. Du das mal vom Bone-Meal. Wir wissen ja, ob. Haben wir denn hier eine. Das haut nicht hin. Ich glaube, du hast das auf die falsche Seite gemacht, kann das sein? Auf nein. Die Melonen braucht. Bei was denn jetzt?
Ja, also die Melonen sind fast fertig, bloß die wollen einfach nicht wachsen. Das dauert jetzt noch eine Weile. Jetzt hast du das gemacht, dass die schneller wachsen. Also beispielsweise jetzt in 5 Minuten können die wachsen. Das ist immer so, wenn du die besamst oder besamst. Beboren. Ja, auf jeden Fall. Bebornmehlen tust. Beboren. Also da ist eine Kuh, die töte ich jetzt einfach eiskalt. Scheiß drauf auf die Farm. Oh, die war tot. Ja. So, ich könnte ja eigentlich mit meinem Haus anfangen. Könntest du. Theoretisch. Aber nur theoretisch. Und was machst du jetzt praktisch? Würzen. Könnting. Passt schon. Oh, hier sind ja Melonen hier hinten. Ja. Warum sagst du mir das nicht? Das ist Essen. Hunger? Ja. Ich weiß doch gar nicht, dass die Melonen sind. Ich habe jetzt einfach bloß ja gesagt. So wie? So geht das nicht weiter. Du kannst mich nicht einfach so verarschen. Haha. Bist du dir sicher? Nächstes Mal hau ich dir auf den Popo. Oho. Dann komm ich zu dir nach Hause und dann kriegst du einen Popo-Klatscher. Da musst du aber erstmal in 3 Stunden fahren. oder drei Tage zu Fuß gehen. Ach gar nicht. Ich habe ein Jetpack. Oder das will ich sehen. Kriegst du nicht zu Gesicht, sonst machst du es ja nach. Ja, oh, sonst mach ich es kaputt. Das ist eine Kuh, oh, wie süß. Hast du gehört? Was? Sonst mach ich es kaputt. Oh nein, bitte nicht. Ich hab eine Kuh. Kennst mich doch, ich mach einfach alles kaputt. Das stimmt, vor allen Dingen, wenn ich dabei bin. Ja. Das ist das Schlimmste irgendwie dabei. Immer machst du was kaputt, wenn ich da bin. Ja. Ah, oh, das ist eine Kuh. Voll cool. Eine Kuh, ja. Ich baue mir jetzt mein Haus. Ausbauen. Ich stehe ab, cool. Brauche ich aber ein paar bisschen mehr als nur das paar Dinger hier. Wieso? Ich wäre jetzt fast wieder in die Lava gefallen. Ja. Weil du das sagst. Bei mir einfach läuft. Ah, da bist du ja. Ja. Hab dich halt vermisst. Hallo. Okay. Passt. Okay, ist recht. Hä, warum sind denn hier die Seeds kaputt gegangen, alle von dem Dings? So da und hier drüber gesprungen. Nö. Ja, genau. Sag mal lieber die Wahrheit, mein Freundchen. Ja, ein bisschen. Wo siehst du? Mit Ehrlichkeit ist das doch alles viel besser. Ich hab nur ein bisschen gesagt. Ein bisschen, aber nur. Ja, ich hab nicht gesagt, dass ich es mit Absicht gemacht habe. Jawohl. Ich hab nicht gesagt, dass ich es mit Absicht gemacht habe. Du hast aber behauptet, dass du es nicht gemacht hast. Das weiß der Tarina, dass ich nicht lüge. Wenn er hätte, ist er später eh gesagt. Du hättest es in der Aufnahme gesehen, wie ich so ein Gesicht gezogen habe, wie du mir ich gefragt hast. Bobi, du weißt doch, dass du nicht lügen sollst. Das hat dir deine Mama, PS ich, doch beigebracht. Seit wann bist du meine Mutter? Ich war ein bisschen komisch, weil du 18 bist und ich bin gerade mal 15. Wie kommt das wohl? Ist doch egal. Nein! Stirb! Mist. YOLO. Manu, ich dachte... Das wäre beinahe... Ein Vollschaden geworden, also ein permanenter Vollschaden. Also ich hätte gelacht. Ja, auf jeden Fall. Dann hättest du ein Trices weniger gehabt, dann hättest du auch alleine aufnehmen dürfen. Ja, alleine ohne dich, der mir da und reinlabert. Spaß. Ja, okay, ich gehe dann mal auf, Leute. Weil, bedankt euch bei Legendary Brad, also bei Aline. Dass Toll. Ich jetzt weggehe, weil ich habe jetzt keine Lust mehr, weil ich das muss ich mir nicht geben hier. Oh bin ich asozial. Die mobben mich. Hilfe, ich brauche einen Erwachsenen. Nee, das doch nicht. Seit wann du rufst, danach rufe ich nicht mehr. Nee. Ah, da mobben die mich und disliken mein Video. Bin ich dann ganz dran? Ja, dann wirst du noch mehr Hater haben, weil ich keine Let's Plays mehr auf. Da mal von Minecraft machen. Machst du eine Frage, warum noch mehr? Hä? Warum noch mehr? Ja, ist egal. Ist das? Ein Armadillo? Nee.
Eine Kuh. Ein Armadillo. Armadillo. Was ist ein Armadillo? Ein Armadillo? Hä? Den gibt's doch gar nicht in Minecraft. Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach geschätzt. Was ist denn das? Ein Armadillo? Oh, keine Ahnung, was es ist. Das ist von Hexit ein Armadillo. Der tut Scale droppen. Du kannst das ja mal töten. Ja. Ich spiel kein Hexit. Jetzt pack ich da schon wieder rum. Blätter, das hat irgendwas mit den Blättern zu tun, da wette ich mit euch. Oder? Ja, das hat 100%ig was mit dem Blöd. Oder auch nicht. Braces. Ja. Seit wann spielst du Minecraft? Och, das ist jetzt schon, glaube ich, ein paar Jahre her. Ein paar Jahre? Ich will es genau wissen. Vier Jahre circa. Vor 4 Jahren. Oh nein! Vor 4 Jahren habe ich, glaube ich, angefangen. Circa. Bin fertig. Ja, nein! Okay. Danke. Du hast mich wieder gerettet. Hättest du mich auch ruhig auffangen können. Du bist ja gestorben. Ne, woher soll ich denn wissen, wo du bist? YOLO, nicht schon wieder. Ach, Luna, sei mal leise. Oh, jetzt schüttelt die sich hier mit ihren coolen Halsbanden. Das kleppert so. Ah, da bist du ja. Hallo, Trasis. Ich sag lieber nichts, was mein Hund an der Kette hat. Ein Herz. Nee, mein Hund hat an der Kette so ein Glöckchen, dass man ihn immer findet. Das ist ja mal nervig. Also nee, Luna findest du immer, na Luna? Hallo, Schnucki. Huhu. Jo, passt. Nee, die guckt mich nicht mal an. Hallo. Trases, wer ist denn das? Nee. Nein, so, nicht ich schon wieder. Ich würde dich jetzt gar eiskalt schlagen, ich würde richtig lachen. Ja, mach doch. Wenn dich das glücklich macht. Okay. Nein! Jawohl! Ich tue jetzt mal, soll ich noch mehr Bäume für dich fällen? Also, brauchst du noch mehr? Aber nicht da, weil ich will dann ein großes Baumhaus draus machen mit mehreren Bäumen. Ja klar, nein, ich meine jetzt so da drüben oder so, dass ich da noch ein bisschen Dschungelholz für dich hole. Ich will eigentlich nicht, ich will eigentlich mein Zeug allein. Ja, oder wir machen eine WG auf, das wäre auch eine Möglichkeit. Gibt es das eigentlich schon? Was? Ich weiß, immer nur in Minecraft haben die meistens immer einzelne Haus gebaut. Es gibt die Höhlen-WG auf meinem Kanal, haha. Ja. Ah, das war ja was ganz anderes. Die Minecraft. Ja, okay, bauen wir da drüben, wo es jetzt bis hier kommt. Nein, weil ich habe jetzt noch nichts zu tun und ich will aber auch nicht weggehen, weil dann sterbe ich vielleicht. Aber nee, ich muss eine Stadt machen, ich muss eine Stadt für mich machen. Oh Mann, wieso? Okay. Weil ich das jetzt machen muss. Ich nehme mal ein bisschen Stein von dir mit, ne? Einfach alles. Wieso musst du dir eine Stadt bauen? Hast du doch gesagt, dass wir eine Stadt für die anderen brauchen. Nö. Doch, hast du gesagt. Stimmt. Das könntest du machen, genau. Und dann nimmst du das Iron, wo ich habe, und craftest dir ein bisschen Iron-Zeug. Kann ich mir den Sand von dir mitnehmen, weil du hast da genug. Du kannst alles mitnehmen, was eigentlich... Nö. Aber Girl, du bist in meiner Stadt. Merk dir das gut. Was? Du bist in meiner Stadt, merk dir das gut. Warum das Eisen mitnehmen für die anderen? Die können sich das. Ja, dass die auch eine Rüstung und so haben. Können das sich dann selber machen. Da ist Lava! Geilstes Haus ever! Ja, es könnte ja nur abbrennen oder so, ne? Ja, aber ich finde mag Lava. Da mache ich dann. Ich habe eine geile Idee, was ich mit der Lava mache. Ich habe so eine Übel. Ich habe gerade den vollen Ideenfluss hier. Aber voll, oh ne, jetzt ist Nacht, aber ich gehe. Oh je, yeah. Und ich habe hier voll den Ideenfluss. Oh, jetzt bin ich nass. Oh, das ist ja ekelhaft. Trases. Das heißt Trises oder. Das heißt Trases. Trises oder Traces? Trases. Eins von den beiden, darfst du ja ausprobieren. Mit A, Trases. Da steht ja nur. Die anderen sagen immer, Trisari zu mir. Warum Trisari? Mischung aus Visari und Thrises. Das für ein. Ja. Voll die coole Idee. Auf YOLO-Art. Aha. Mhm. Sehr interessant. Aha. Interessant, ja, ich auf jeden Fall. Ey, wir sind hier nicht Hitler oder ein Diktator, okay? Aber hab ich gar nicht gesagt hier. Ey, ne, wir lesen gerade in der Schule Die Welle. Also, ich empfehle. Die Welle? Ja, Die Welle. Das ist doch ein Kinofilm, oder? Ja. Auch. Die habe ich mir angeschaut, der ist geil. Tu mir niemals vortreten, Mensch! Oder fallen. Tut mir leid, jetzt habe ich Angst. Ja. Oh, Leute. Ist so richtig so. Also, ich tue euch allen dieses Buch richtig doll empfehlen, weil es so richtig
cool ist, wie man das auf coole Art sagt, cool. Das ist voll hip, ey. Und ja, aber liest euch nicht so durch. Nee, macht's nicht. 5. Oder? Nee, 2, 4, 6 sind wir hier jetzt. Da haben wir 2, 4, 6. Und da haben wir 2, 4, 5. Und da haben wir 2, 4. Was? 2, 4, 5. Also, so ein Winkel muss ich noch machen. Ich wollte schon fragen, hast du die Monsterhaus gemacht? Da kam ein Creeper entgegen. Nee. Doch. Aber er ist nicht explodiert. Ich mach den gerade tot. Tot? Ich mag die Viecher nicht. Na, magst du die? Die sind schon schön explodiert bei dir. Die sind schon so schön explosiv. Ja. So, jetzt habe ich noch ein paar Skelette getötet. Die haben einfach immer einen schlechten Tag. Die denken einfach immer, ja, jetzt habe ich mal einen schlechten Tag, dann muss ich gleich Selbstmord begehen. Ja, ne? Das ist, jetzt ist einer in die Luft gegangen. Das ist aber schade. Und genau bei deinem Haus wieder, also in der Nähe. Ja. Mach ich nicht mit Absicht oder so, okay? Das ist mir aus Versehen passiert. Das ist ein lilaner Creeper. Okay, ist auch nicht schlecht. Ein lilaner Creeper. Hau ab, du Kacka-Zombie. Kacka! So. Hier? Starzicker. Und ja. Okay, au! Ja, okay. Geht au, auf. Au. Oh, da kommt das ist ja so eine kleine Aussichtsplattform, wo man rumgehen kann und beziehungsweise von unten nach oben arbeiten kann. Nein, wenn sich immer so hell wäre in mein Zimmer, dann würde ich auch hier mal was sehen. Die Softboxen sind ein bisschen hell hier. Oh, sorry, dass ich dir ans Wort gefallen bin, aber es ist schon wieder ein Creeper explodiert. Wieso backe ich immer bloß bei dem scheiß Dschungel? Keine Ahnung, warum das ist. Ich geh mal halt außenrum. So, ich bleib jetzt, glaub, doch in deinem Haus erstmal kurz für die Tag wird, ey. Dort explodiert mir hier ein Creeper. Und das finde ich ja selber auch nicht toll. Oh. So. Nein. Nein! Nicht dein Ernst. Nee. So. Jetzt muss ich bloß wieder heil dahin kommen. Das ist dann nicht dein Ernst. Warum stirbst denn du immer? Ich meine, ich bin so schlecht. Ich bin jetzt einmal gestorben. Ich wollte es ja eigentlich vermeiden. Ich habe sogar ein paar Leuten in den Kommentaren versprochen, aber anscheinend wird daraus nichts, vor allem wenn da die Creeper kommen. Das sieht man irgendwie voll. Nie rennen in Unterhosen umher. Was, die Creeper? Nee, die Zombies. Oh, der ist so sexy gewesen, der Zombie. Oh, ein Endermann. Aha, jetzt musst du mich erstmal finden. Oder fahren. Ja, warum soll ich dich finden? Das ist schon wieder ein Creeper. Nein, ich meine einen Zombie. Ich meine einen Zombie. In welche Richtung soll ich ihn abhauen? Nach links, nach rechts? Oben, nach unten. Oh, unten, okay. Ich mach wieder die Höhlen-WG auf. Nur nein, das mach ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das muss ich andersrum gehen. Okay, so. Oh, diese ganzen Zombies, die geben mir so viel schönen XP. Jetzt geht's auf einmal wieder. Irgendwie mobbt mich der blöde Server. Warum blöd? Es ist deiner. Ja, aber trotzdem mobbt er mich. So. Sagt der Reise. Hast du vielleicht... Ich hab 4 Truppenzepplinge. Ich überlege gerade, in welche Richtung ich gehe. Wie viel Zeit ist noch? Ein bisschen. Okay. Ich kann mich von dir verabschieden, ne? Wieso? Na, weil du bist, du kommst wieder, ne? Na, mal gucken, vielleicht. In welcher Etage bist du? In der 2. oder? Ja. Wo bist du? 2. Noch weiter nach oben oder nach unten wieder? Ah, hier unten bist du. Warum? Hi. Ah, ich möchte dir was schenken, okay? Komm her. Wasser. Bombe. Für eine Bombe. Blumen. Ah. Oh, danke. Es ist süß. Ja, extra Rosen. Ja. Weil ich schon lieb hab. Und das ist ein Zombie. Attacke! Oh. So, okay. Ich glaube, ich gehe über die Wüste einfach mal. Ja, mach das. Weil durch den Dschungel ist immer ein bisschen blöd, wenn man dann... Aber machst du nicht zu weit weg, okay? Warum? 1000 Blöcke, dachte ich. Ja, okay, das könnte reichen. Okay, das passt. Nee, also die Melonen sind immer noch nicht gewachsen. Ja, die mobben mich einfach immer.
Ja, ne? Oh Mann, hier sind so viele... Nein, das ist schon wieder ein Creeper explodiert und das wollte ich diesmal wirklich gar nicht. Also die anderen Male war es mir egal. Kann man die Explosion nicht irgendwie ausschalten, sondern dass man nur Schaden bekommt und keine Explosion. Nee. Dass die halbe Map immer gleich drauf gehen muss. Ja, Mann. Es ist ja dein Heim bis jetzt, nimm meins. Ja. Soll ich noch schnell einfach... Wie komme ich jetzt in den Crafting Table, ohne dass mich das Vieh hier sieht? Ich habe eine Idee. Ich bin Tarzan. Oh, der Trises. Ja, die Tücher. Kennen Sie das nicht? Nee. Ich bin Tarzan und der Herr der Tücher. Nee. Das hättest du dir so gewünschen. Warum mache ich mir nicht einfach ein? Ich bin doch wieder so. Höll wieder. So klug. Also. Ja. Richtig sexy. Ich weiß. Aber Mann, warum sind denn hier so viele Creeper? So viele Creeper, wenn man es mal richtig ausspricht. Lolo, was habe ich jetzt gemacht? Oh, wir spielen ja auf der 1. irgendwas, ne? Hier ist ja Lehm mit drin. Hier gibt es ja diese Lehmwelten, geil. Echt? Ja, ja, stimmt ja. Die Farbe meinst, gell? Ja, ja. Boah, dann nehme ich mal richtig schön viel Lehm weg. Alter Mann, so ein Mini-Zombie. Fick deine Mutter, Alter. Jetzt habe ich... Hoho, bist halt ja aber wieder gut drauf. Oh. Alter, hier, guck mal. Genau vor deinem Haus, also bei deinem Haus zumindest, ist das jetzt explodiert. Und jetzt, flicke ich das jetzt noch. Das ist nicht so. Du musst nicht flicken. Doch, das sieht doch eh um. Sieht aber hässlich aus. Jetzt kommt halt noch so ein scheiß Zombie, stirb, Alter. Ich muss halt dann beim neuen Haus eine Zombie-Abwehr einbauen, irgendwie. Ich glaube, ich nehme Kaktusse mit. Das ist eine Zombie-Abwehr. Möglichkeit. Jo. Leicht. Boah, scheiß Skelett. Pick deine Mama ins Knie, okay? What? Was hast du gesagt? Jetzt muss ich dich essen. Jetzt muss ich dachte, du musst mich bannen. Jetzt muss ich dich essen. Mein Handy vibriert. Da ist eine Hexe. Soll ich die angreifen? Nee, lieber nicht. Alter, pass auf, die ist richtig derbst. Die hat mich letztes Mal gekillt. Und warum ist die eine da immer davon. Noch hier? Achso, weil die dich gekillt hat. Eine davon. Ah nein! Oh, dieses Skelett schießt mich erstmal voll. Die Hexen kommen immer dann, wenn du oft gestorben bist. An einer Stelle ist mir aufgefallen. Toll. Und also ist sie nur wegen dir da und verfolgt mich jetzt. Theoretisch. Oh Gott, nein. Und die hat übel die krassen Tränke, damit vergiftet ja. Die dich übel derbst. Die soll mich in Ruhe lassen. Ich renne gerade vor der Tür. Ich kann das von unten machen, ich bin ja cool. In Ruhe lassen, diese dumme Tunte. Kann die nicht sterben oder so? Keine Ahnung. Musst du sie fragen, nicht mich. Hexe. Super, jetzt habe ich wieder perfekte Größe gemacht. Ich sehe die. Ja, ich habe sie extra zu dir gelockt. Ich bin jetzt ja, hier so im genau. Kreis. Auf jeden Fall. Weil mach ich jetzt darunter was? So, jetzt muss ich erstmal kurz auf mein Handy gucken. Ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt was Wichtiges war. Oder ob das mal wieder nur jemand. Hast die alle verloren? Ja. Ja, das ist doch. Genau. Komm schon. Warum? Was, warum? Naja, Aline hat mir geschrieben. Schon wieder? Man, du bist echt schlecht manchmal, hä? Also, Leute. Ich hab's einfach. Ich mag. Die Höhen mögen mich nicht. Oder du magst die Höhen nicht, haha. Nee, also Aline hat mir gerade geschrieben, ich erobere die Welt mit meinem Bobbycar. Hä? Ja, falls ihr euch jetzt wundert, ja, ich habe eine Freundin, die heißt genauso wie ich. Und dann habe ich noch eine Freundin, die heißt auch nochmal so wie ich. Echt? Ja, wir sind zu dritt in einer Klasse, heißen wir Aline. Hier so, ich erobere die Welt mit neuester Revolution, das Bobbycar. Brumm! Okay. Ja, das tust du. Oh Gott. Auf jeden Fall. Das ist richtig... Meine Mutti dachte so, ja, Aline, den Namen gibt's ja nicht so oft. Ja, jetzt sind wir zu dritt in einer Klasse. Das hätte ich mir nie gedacht. Aber stimmt, du wolltest ja, dass ich die Folge nicht so lang mache. Ja, jetzt ist es zu spät. Nee, nicht so schlimm. Ich renne das schon. Passt schon. Das ist 6 Stunden lang. Nee, warum? Das geht schneller, 3 Stunden. Oh, jetzt. Aber es lädt schneller hoch, ne? Als es rendert. Ich weiß. Dieser MKV-Datei habe ich dir aber gesagt, dass es schneller geht. Ah, hier ist Lehm. Tue ich Lehm jetzt mit einer Spitzhacke abbauen, oder? Keine Ahnung, habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe doch Blätter hier.
Genau, sing erstmal wunderschön. Also diese Klänge. Oh, so, also wie mache ich das? Also nee, mit einer Schaufel auf jeden Fall nicht. Du hast hier erklärt, so ein Lehmbiom neben dir, das ist richtig geil. Wie viel habe ich? Braun gefärbter Lehm. Dann nehme ich mir jetzt ein bisschen was mit. Tu das. Ja. Tu, was du nicht lassen kannst. Ja, das mache ich auch. Ich weiß nicht mal, warum ich Stein mitgenommen habe. Davon kann ich ja mir dann auch was farmen. Das ist doof hier. Das habe ich wieder richtig doof gemacht eigentlich. Aber das muss halt gut ausschauen, weil sonst gefällt es mir nicht. Das muss gut ausschauen. Ja, und was ist, wenn es nicht gut ausschaut? Dann bist du schuld. Okay. Gut. Läuft. Auf jeden Fall. Ja, ne? Ich habe eine Idee. Es könnte zu 99% hinhauen. Aber es könnte auch zu 99% sein, dass ich sterbe. Aber ne, es ist sehr klar, dass ich dran schuld bin, weil ich lenke dich hier einfach die ganze Zeit ab. Schon wieder. Runtergefallen. Bist du schon wieder tot? Nee. Aber doch. Gleich. Ich hab's einem voll drauf. Ach man. Hey, schau mal, dass ich irgendwie die Ecken hinbekomme. Eine leichtere Lösung. Im Vita-Biest ist es einfach OP, weil du einen Jetpack hast. Okay, ja, hm. Also, ich habe jetzt. Ich nehme jetzt von jedem Lehm ein Stack mit. Geht. Wieso das? Weil ich hier nicht nochmal so schnell herkomme. Ich muss es drunter setzen. Runtersetzen. Muss ich drunter setzen? Was hatten du für eine komische? Runtersetzen. Bist ja ein bisschen komisch. Bobby. Ja. Gehst du zu Gamescom? Ja, auf jeden das Fall. Das ist einfach schön. Ja, ich weiß. Wenn wir uns ja treffen. Mhm. Also für alle zur Info, Tobi geht zu Gamescom. Ihr könnt ihn suchen, weil ihr das Gesicht von ihm kennt. Ich glaube, das ist nicht so gute Idee. Ich will nicht, dass es mir so geht, so wie ungespielt ist, wo genau. Mir eh nicht gehen wird. Auf keinen Fall. Also so berühmt wie der werde ich nicht so schnell sein. Das stimmt. Ich denke auch nicht, dass du 500.000 Abonnenten hast. Ich glaube, ich habe vielleicht mal. Ich glaube, ich habe davon nicht mal ein Zehntel. Nee, nicht mal. Nicht mal, nee. So geht's doch viel einfacher. Ich liebe Blätter. Wolltest du hier Timbermod noch drauf machen oder so? Nee, es wird normales. Ich habe auch schon des Öfteren gesagt, dass wenn ich das durch habe, werde ich Minecraft mit einem neuen Modpack spielen, beziehungsweise Hexit oder irgend sowas auf jeden Fall. Okay. Und oder ich stelle mir eins eigenes zusammen. Mhm. Ich glaube, das eigene wäre eine super Idee. Ja klar, weil es kann eben niemand nachmachen. Genau. Weil es weiß eben keiner, was für Mods drin sind. Du kannst zwar sagen, ja, es ist ein Teil Hexit, ein Teil das drin, aber es weiß ja nicht jeder, was genau dran ist. Das meine ich damit. Das kann ich ja den Rest von oben machen. Du hast ja schon ganz schön gute Ideen. Ja. So, das war ich war ja auf Energy Games, also ich muss gute Ideen haben. Hahaha, was soll denn das heißen? Keine Ahnung. Dass Energy Games gut ist. Energy Games ist schlecht gewesen. Ja, wir müssen es jetzt richtig helden, weil ja nur dein alter Kanal. Ja, war mein alter Kanal. Der war übel schlecht. Müssen wir jetzt richtig helden. Boah, Energy Kanal, ey, voll kacke. Oh. Wir haben jetzt übel überzogen, aber übel, weil ich die Ecken jetzt machen wollte. Hoffentlich bist du mir nicht böse wegen Rändern. Alter, wie lange? Keine Ahnung, ich kann bloß Sekunden sagen. Also, Leute, wir beenden auf jeden Fall jetzt hier mal die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn ich schon wieder so aufgestorben bin, was ich auf jeden Fall drauf habe. Also, gebt mir einen Daumen hoch, wenn das runterfallen. Nee, müssen wir nicht einen Daumen hoch geben, also. Aber lasst mir auf jeden Fall ein Feedback da. Ja, Feedback. Also, bis zum nächsten Mal am Flashlight TV, beziehungsweise der Legendary Brad. Ui. Ciao. Ja. Ciao. Ja.